hat, starten aber jetzt in die Themen mit dem FC Bayern. Herr Reif, es gab in den letzten Monaten ja schon immer mal wieder Momente, wo man meinte, jetzt sind es dann vielleicht wieder die alten Bayern. War das gestern die letzte Ausfahrt? Vorgestern? Ich denke, ja. Wie viele Wettbewerbe hätten Sie im Angebot noch? Jetzt um die Zeit ist nichts mehr. Also DFB-Pokal, glaube ich, da wird nichts mehr zu reparieren sein. Leverkusen noch mal schnappen ist nicht mal mehr im theoretischen Bereich denkbar. Das heißt, eine titellose Saison wäre es, hätte es jetzt schon sein können und wir hätten jetzt schon Haken drunter machen können, wenn Sie im Emirates eine gezogen gekriegt hätten. Und das war, ist ja gar nicht so ausgeschlossen. Da fahren Liverpools und andere hin und kriegen eine gebraten. Und als es nach ein paar Minuten 0-1 stand, da dachte ich, die Ausfahrt haben sie auch verpasst. Ja, auch für Thomas Tuchel war es natürlich nochmal eine Ausfahrt. Da wurde ja gemunkelt, wenn das so richtig schief geht, wer weiß, wer weiß. Aber es ging gut und dementsprechend entspannt, kann man sagen, war er dann auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Es war nicht einfach, vor allem nicht, nachdem wir das erste Tor gekriegt haben und ein, zwei Duelle nicht so geführt haben, wie du sie führen musst und wie wir sie führen wollen und nicht den Schuss energisch genug verhindert haben. Dann haben wir, glaube ich, gleich nochmal in einer relativ einfachen Situation nochmal eine Chance weggegeben. Zuschauer waren enorm, haben gepusht ohne Ende. Das ist dann nicht einfach, sowieso nicht einfach, aber in der Situation. Es hat dann natürlich geholfen, dass wir mit dem ersten dann wirklich Angriff, den wir bis in den 16er durchkriegen konnten, getroffen haben. Weil ein Tor verändert einfach deine Körpersprache, verändert dein Selbstbewusstsein, das ist ganz normal. Und wir wussten, dass wir leiden müssen. Wir wussten, dass wir alles brauchen in jeder einzelnen Halbzeit. Vier Halbzeiten werden gespielt, zwei haben wir hinter uns. Es ist unentschieden und es geht komplett nochmal von vorne los. Ja, Herr Reif, Matthias Sammer hat Thomas Tuchel sehr gelobt nach diesem Spiel, sprach von einer taktischen Meisterleistung. Sehen Sie das auch so? Ja, also nicht nur das Ergebnis, sondern die Art auch. Wie und Ballbesitz, und da reden wir über Bayern, irgendwo unter 40%. Das musst du wollen oder du hast überhaupt keine Chance. Das kann auch passieren, dass eine Mannschaft dich kurz und klein spielt. Aber das war das Angebot, um mit Sané und mit dem Tempo und auch Gnabry, um dann solche Tore zu machen, wie die Bayern da gemacht haben. Also das war taktisch der richtige Ansatz. Das war weitestgehend die richtige Aufstellung. Mehr muss ein Trainer nicht liefern, finde ich. Den Rest muss die Mannschaft machen und die hat das aber auch umgesetzt. Hat sich damit natürlich auch wieder ein bisschen Luft gemacht in München, auch wenn das Ende dieser Beziehung ja längst beschlossen ist. Mal kurz abseits dieses Spiels, was glauben Sie, wohin führt Tuchels Weg im Sommer? Manchester United würde ich annehmen. Ich glaube, dass er will auf die Insel, weil er, ich glaube, dass er das gerochen hat damals und geschmeckt hat, Chelsea die Zeit als Manager, dieses englische Manager, dieses Mittelding aus Sportdirektor oder sportlicher Verantwortlicher und Trainer. Das ist sein Ding. Das hat er ja nicht ganz unerfolgreich da gemacht mit Chelsea, mit dem Champions League-Sieg. Ich glaube, dass er auf die Insel will, dass er sich da wohlfühlt. Und bei Manchester United werden sie, wenn sie, und danach sieht es ja aus, die Champions League nicht schaffen, wird sich auch das Thema Ten Hag erledigen. Und dann ist er, hat er einen sehr, sehr, nach wie vor sehr, sehr guten Ruf in England. Warum auch nicht? Lassen Sie uns noch beim Spiel bleiben, Herr Reif. Nach dem 2:2 gab es natürlich das traditionelle Bayern-Bankett im Teamhotel. Und der Vorstandsboss Jan-Christian Dresen, den wir schon anfangs der Sendung kurz gehört haben, der war dabei ziemlich angriffslustig. Was soll ich sagen? Totgesagte leben länger ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends. Das war ein schwerer Monat. Wir haben, glaube ich, einige schwere Wochen in den Knochen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga. Und was war das heute für ein Tag? Die Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt, ein fantastisches Spiel, ein intensives Spiel abgeliefert. Ihr dürft wirklich stolz auf euch sein. Das war heute ein mehr als verdientes 2:2. Gratulation. Totgesagte leben länger, da war viel Trotz dabei. Ja, das, naja, wenn die Schmerzen und wenn dieser Wundschmerz so schnell schon abgeheftet wäre, das wäre ja noch schöner. Also die Bayern haben eine Saison hinter sich, die weitestgehend schon hinter sich.
die ihresgleichen in den letzten Jahren sucht oder besser nicht sucht oder besser nicht suchen sollte. Und das Tuchel hört ja im Sommer nicht auf, weil allen langweilig ist, sondern das hat ja alles auch Gründe. Insofern, da hast du gemerkt, ja, so hätte es sein können, so wie sie über weite Strecken diese Spiele geführt haben, überlegen geführt haben. Das 2-2 sind sie noch schlecht bedient. Und das, wie gesagt, bei Arsenal in dem Stadion, Tabellenführer der Premier League, nicht vergessen, das wird man auch nicht mit der Konkurrenz einfach nur so. Also das war schon, machen wir es mal andersrum, das war schon so, dass beim Dresden spürst du es und bei Tuchel kannst du es, weiß nicht, oder hörst, bei Dresden hörst du es, bei Tuchel kannst du es schmecken, so. Ja, so der Konjunktiv. Was wäre denn gewesen, wenn wir ungefähr so in etwa durch die Saison uns bewegt hätten und nicht wie in Heidenheim oder gegen Dortmund und dann noch gefühlt x Spiele davor. Also das wahre Gesicht, ja, hat ja Dresden vorhin gesagt, zumindest dieses Gesicht haben sie auch. Sie haben es an entscheidender Stelle nicht gezeigt, sonst wären sie heute nicht 16 Punkte hinter Leverkusen und nicht aus dem Pokal raus. Aber Champions League, ja, Europa hat auch mal wieder gesehen, pass auf, wer immer sich lustig machen will über die, könnte ein bisschen früh sein. Wenn man vor dem Spiel auf die Buchmacher geschaut hat, vor Arsenal-Bayern, da war klar, Arsenal hat die Nase vorn. Jetzt haben wir dieses 2-2 Rückspiel am kommenden Mittwoch. Bayern jetzt Favorit, oder? Und zwar glasklar. Also Arsenal hat mir in der Saison bei vielem, was sie toll machen und wo sich die Mannschaft entwickelt hat und wo sie in England wirklich und gerade im Emirates hinreißenden Fußball spielen. Wenn sie die Insel verlassen, ist diese alte englische Krankheit. Die City so nicht so ganz, die haben die so ein bisschen abgelegt, ist auch keine englische Mannschaft mehr. Aber so bei Arsenal hast du so das Gefühl, wenn die nach draußen fahren, dann lassen sie die Hälfte am Flughafen, ich weiß nicht, ob die von Heathrow ablegen, lassen die da liegen. Nur dafür, dass Bayern Favorit ist, kannst du dir nichts kaufen. Das macht die Sache eigentlich immer nur für den Favoriten ein bisschen paradox klingt, aber es ist so ein bisschen schwerer, weil der sich da einrichten könnte und sagen, komm, wir haben die im Emirates teilweise vorgeführt, das können wir doch zu Hause, machen wir sie platt. Das wäre der falsche Ansatz. Aber dass die Bayern für mich die Nase vorne haben und zu Hause. Und gut, dann kommt noch was dazu. Es kommt dieser alte Bayern-Reflex. So, also jetzt haben sie es begriffen. Das ist ja vieles, was in der Saison schiefgegangen ist, lässt sich ja unter die Dachzeile legen. Ihr habt ihr einen Vogel oder was? Das ist noch nicht ihr. Ihr könnt noch mehr, als ihr da zeigt. Jetzt, wie x-mal habe ich das mein ganzes Leben schon 100-mal über Bayern gesagt, wenn der April kommt und wenn das Silber so langsam am Horizont erscheint, so die Pokale, dann sind sie da. So, jetzt waren sie mal da und zum richtigen Zeitpunkt. Normalerweise müssten sie in nächste Woche da den Silberdeckel drauf machen. Fürs Erste. Schade nur, dass nur noch ein Pokal da ist. Fürs Erste, den einen Deckel. Die anderen Pokale, die können sie am Sonntag schon klatschen. Möglicherweise können sie Samstagnachmittag schon klatschen. Weil das Spiel zum Beispiel interessiert mich sehr. Das Spiel gegen Köln am Nachmittag. Zwischen so Arsenal und den Träumen musst du aber auch zu Hause mal putzen, so ein bisschen, bevor man dann wieder alles mit Girlanden behängt. Herr Reif, es gab eine Szene, da interessiert mich Ihre Schiedsrichter-Expertise, 67. Minute. Wir haben es mal mit Bildern vorbereitet für alle Podcast-Zuhörer. Diese Situation, wo der Arsenal-Keeper Raya den Abstoß spielt zu seinem Teamkollegen und der nimmt den Ball in die Hand und gibt ihn zurück, weil er einen Pfiff gehört hatte, weil er verwirrt war. Und der Schiri gab keinen Elfmeter für Bayern. Wir hören jetzt erst einmal rein, wie Thomas Tuchel diese Szene gesehen hat. Für mich und für uns alle hat er einfach einen Riesenfehler gemacht, als er uns den Handelfmeter verwehrte. Ich weiß, dass es eine seltsame Situation war, aber sie legen sich den Ball hin, er pfeift das Spiel wieder an und dann ist der Ball frei. Der Verteidiger nimmt den Ball in die Hand. Was uns dann wirklich sehr sauer macht, ist die Erklärung, die er uns auf dem Platz gibt. Er sagte unseren Spielern, dass das ein Kinderfehler ist.
Und er wird einen solchen Elfmeter nicht in einem Champions-League-Viertelfinale geben. Das ist eine grauenhafte Erklärung, denn das bedeutet, er wird ein Handspiel immer nach Fehlerschwere bewerten. Wir sind sehr sauer, denn das ist eine klare Fehlentscheidung. Ja, die Frage kam von einem englischen Kollegen, deswegen antwortete Thomas Tuchel auch auf Englisch. Herr Reif, Ihre Gedanken dazu? Waren im ersten Moment konfus. Mittlerweile habe ich sie versucht, ein bisschen zu ordnen. Wir sind doch hoffentlich wieder auf dem Weg zurück bei Handspiel. Jetzt lass mal diese Szene mal weg, aber allgemein beim Handspiel wieder dahin, dass ein Schiedsrichter die Absicht bewerten soll. Ist das ein absichtliches Handspiel? Will sich da einer einen Vorteil ergaunern mit der Hand? Die Hand hat im Fußball, sonst würde es ja Handball heißen, hat im Fußball nichts zu tun. Also das ist das eine. War hier die Absicht, sich einen Vorteil zu verschaffen? Da? Nein. Das ist die eine Hälfte der Medaille. Die zweite ist Regelkunde. Der Schiedsrichter, habe ich mir jetzt sagen lassen, wusste ich auch nicht, muss pfeifen, wenn es einen Abstoß gibt nach Wechsel, wenn draußen gewechselt wurde, dann muss der pfeifen. So, jetzt kommt das Nächste. Wir beide sind hier so ein bisschen von außen Zuschauer des Ganzen, Beobachter, aber die Herren, die da unten einen Haufen Geld verdienen, die auf dem Platz, sollten die Regeln kennen. Und die beiden Kollegen da, der Torhüter und der Abwehrspieler, kannten sie offensichtlich nicht. Das ist diese Gemengelage. Ist es im Sinne, im Englischen gibt es manchmal eine Sperre, weil sich jemand gegen den Geist des Spiels, weil er verstoßen hat gegen den Geist des Spiels. Und to put the game into disrepute, also dem Spielschaden. Wäre das im Sinne des Fußballs, des Sports gewesen, wenn du dieses Handspiel pfeifst? Nein. Hätte man es nach der Regel pfeifen müssen? Eigentlich ja. Ich behalte mir das eigentlich vor. Ich fühle mich mit der Entscheidung, so wie sie ist, am Ende wohl. Ich hoffe, dass Thomas Tuchel genauso reagiert. Das ist jetzt eine Unterstellung fast, aber machen wir es andersrum. Ich hoffe, dass jeder Trainer, der die Szene so für sich jetzt bewertet, wenn er betroffen ist, beim nächsten Mal sie genauso sieht. Also das ist nicht ganz so einfach. Man könnte es sich einfach machen. In der Regel steht, Handspiel ist Handspiel und danach gibt es im Strafraum einen Elfmeter und tschüss. Hätten wir, sagen Sie mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, hört ja niemand zu jetzt, hätten wir uns wohlgefühlt, wenn nach so einer Szene ein Elfmeter gepfiffen wird und ein Viertelfinale der Champions League entschieden wird? Ich bin ein großer Fan davon, dass bei allem war, ohne den es nicht gehen wird mehr in den nächsten Jahrhunderten, weil das wäre Wahnsinn, sich nicht technischer Hilfsmittel zu bedienen. Und auch die Torlinientechnologie und auch, es wird irgendwann auch das Abseits geklärt. Ich bin dennoch ein großer Fan davon, dass wir da unten nicht irgendwelche Regelverwalter in Schwarz oder in Schwarz-Gelb oder welche Farben die Schiedsrichter heute auch noch tragen, auf dem Platz rumtouren haben, sondern Spielleiter. Und da möchte ich, dass Sie den Sinn dieses Spiels begriffen haben, verinnerlicht haben und danach handeln. Und jetzt wieder ganz, dann bin ich fertig mit der Lage. Ich weiß nicht, die Antwort ist immer noch keine richtige, glaube ich. Aber wir sind so dazwischen, aber es ist ganz schön. Ich kämpfe mit mir selber und ich bleibe dabei. Ich lasse mich da nicht in eine Ecke ziehen. War da eine Absicht dabei? War das ein absichtliches Handspiel im Sinne von Absicht einen Vorteil verschaffen? Also bei aller Liebe, was immer da taktisch möglicherweise, heute geht es ja um Nuancen, was da immer taktisch möglicherweise reingeheimnist wird, gar nichts war das. Der hat es ja nicht alle, der Verteidiger, dass er den Ball da hochnimmt. Und damit hätte er auch leben müssen, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte. Ich hätte mich dabei nicht wohlgefühlt. Eine sehr verständnisvolle Antwort von Marcel Reif. Ganz so verständnisvoll war Thomas Müller, überraschenderweise nicht. Da wette ich. Der hat nach dem Spiel ja fast schon ein bisschen gewütet und hat das Ganze dann noch größer gemacht, größer gefasst. Es ist vielleicht das, was Matthias Sammer des Öfteren erwähnt hat. Deutsche Teams und die Lobby bei Colinas Kollegen, die ist schon zu hinterfragen. Das, was in den Strafräumen da gepfiffen wird. Dazu mal Beispiele zumindest, die diese Meinung von Müller begründen könnten. Wir erinnern uns an zwei Szenen, der Elfmeter, den Dortmund in Eindhoven gegen sich bekam, nach einer
Treffer von Leipzig gegen Real, wo faul am Torhüter gepfiffen wurde, obwohl kaum eine Berührung stattfand. Ist das jetzt zu viel Lobby gegen deutsche Teams oder ist was dran? Ich mag mir nicht ausmalen, dass die europäischen Schiedsrichter sich dann irgendwann mal irgendwo zusammensetzen oder in irgendwelchen Geheimbotschaften sagen, wir müssen jetzt den Deutschen die Dinge kaputt pfeifen. Also das ist mir ein bisschen viel. Thomas Müller erwähnt da Matthias Sammer, der hat im Übrigen im Anschluss an diese Szene, die wir eben gerade gesehen haben, dieses Handspiel gesagt, das war völlig richtig, dass der kein Handspiel, keinen Elfmeter gegeben hat. Also, Leute, lass mal. Ich war nochmal, es ist ein freies Land, jeder kann seine Meinung haben und das ist auch das Schöne an diesem Land, unter anderem. Aber Verschwörungstheorien, bin ich zu weit weg davon. Kriege ich nicht ins Spektrum. Und man muss ja auch sagen, die Bayern hatten durchaus auch Glück, dass es keinen Elfmeter gegen sie gab nach dem Foul von Neuer. Also das war genauso kein Elfmeter, weil der Saka das da auch einfädelt. Aber ich bringe Ihnen 10 andere Schiedsrichter, die jetzt hätten wir also eine Lobby von der Richtung. Wenn man sich auf das Eis bewegt, gebe ich Ihnen Brief und Sieg, nach einem halben Meter rutschen wir. Aber sowas von aus. Ja, hier sehen wir die Szene nochmal. Für Sie kein Elfmeter. Wir schieben diesen Lobbygedanken jetzt auch mal zur Seite. Ich finde den auch nicht so sexy. Lassen Sie uns mal lieber noch über einzelne Spieler reden beim FC Bayern. Das finde ich ganz interessant. Einer, der in einer ziemlich tiefen Krise steckt, ist Alphonso Davies. Heute eine Bildgeschichte, dass sogar Gegenspieler in der Bundesliga sich manchmal wundern, was mit dem passiert ist. Lustlos, nicht mehr wirklich bei der Sache auf dem Platz, fehlt der Biss. Ist das einer, es gibt ja auch Vertragsgespräche, er will 20 Millionen gerne roundabout. Ist das einer, der sich schon innerlich ein bisschen verabschiedet hat? Das ist des Kollegen Brüggelmann Lieblingsdisziplin, Küchenpsychologie, so jetzt in einen Kopf reinsteigen von einem Spieler, ist immer ein bisschen schwierig. Habe ich auch immer ein bisschen spitze Finger, aber sei es drum, ist doch kein Geheimnis, dass Real Madrid da offenbar Interesse hat. Und jetzt versetzen Sie noch einen jungen Mann, versetzen Sie sich mal so ein bisschen in die Situation. Also Real Madrid hat mal irgendwo, wie ernsthaft oder nicht, nachgefragt. Das muss man nicht bei den Bayern erstmal, sondern da klärt man erstmal, ob es überhaupt Sinn macht, bei den Bayern nachzufragen. Das klärt man bei dem Spieler und seinem Berater. Und dann merkt so ein Junge, dass die. Und dann hat er Verletzungen. Und dann kommt er nach einer Verletzung, jetzt lasst mal Real Madrid erstmal weg, kommt er aber nicht so top in Form zurück. Und dann kommt aber das im Hinterkopf. Und dann gibt es so eine Gemengelage. Und da scheint er sich verloren zu haben. Das ist ja kein Geheimnis und wir geben keine Haltungsnoten, sondern wir sehen den ja spielen. Das ist nicht Alphonso Davies, wie er mal war. Im Moment ist er irgendwo, verliert er sich. Auch das erste Gegentor da in Arsenal. So kann man nicht verteidigen. Also wenn er, Real würde sich auch umgucken, wenn das der zukünftige Alphonso Davies ist. Aber Sie sehen was anderes in ihm offenbar. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er ginge. Sie werden ihm die 20 Millionen nicht geben. Sie werden insgesamt von diesen 20 Millionen Wahnsinn und diesem Automatismus runtergehen bei Bayern. Und ich glaube, er ist der Nächste, der gehen wird. Und die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Nächster Name, Goretzka, ansteigende Form, gestern Klassenspiel abgeliefert. Hat er jetzt rechtzeitig verstanden, dass wir eine EM haben im Sommer? Ach, Leon Goretzka ist ein viel zu guter Fußballspieler und viel zu schlau. Ich glaube nicht, dass bei ihm das mit Verstehen ist. Diese ganze Diskussion um diese Holding Six, da war Tuchel auch mit, hat seine Aktien mit drin. Dieser heute so entscheidende Raum auf dem Platz und diese entscheidenden Positionen, so Kimmich und Goretzka, die haben mal richtig gut funktioniert und dann irgendwann mal ist da auch ein bisschen was ins Getriebe geraten. Er spielt jetzt das, was er kann und das ist gut. Und dann wird sich auch Nagelsmann gut überlegen, ob er auf so einen Spieler verzichten kann. So, und eins noch, ganz hinten, neuer Nübel. Nübel-Vertrag gerade verlängert, wird noch ein Jahr in Stuttgart geparkt. Endlich macht der ganze Quatsch Sinn. Trauen Sie ihm das zu? Bei Bayern gibt es diese Gedankenspiele, dass es ja jetzt doch klappen könnte. Ja, na klar. Das war doch mal irgendwann mal auch die Idee, nur warum er dann dahin geht und denkt, er spielt jetzt gleich, obwohl Neuer da sitzt. Das habe ich nicht verstanden damals, als sie den Vertrag gemacht hat. Danach Ausleihe und dann weitermachen und jetzt bei Stuttgart auf dem Niveau und jetzt international spielen und zurück. Dann nach Neuer der nächste Torhüter werden. Das ist das Normalste von der Welt. Aber einen Jungen holen und der glaubt, dass er
morgen spielt, wenn Neuer da ist, das war ein solcher Schuss ins Rohr, den habe ich nie begriffen. Sané sollten wir noch loben. Der hat auch vieles, verstanden und hat endlich mal ein bisschen, das wirkte freier. Ich weiß auch nicht, was in dessen Kopf manchmal sich da ansammelt, was er sich selber für Hürden aufstellt. Das wirkte mal so, gib mir den Ball, mit dem kann ich umgehen und guck mal, wie schnell ich bin. Mehr musst du gar nicht machen. Und das war sehr gut. Aber auch wieder Frust bei der Auswechslung. Ich finde das ja immer bemerkenswert. Soll er geht immer frustriert raus und super. Tuchel immer mit einem freundlichen Klaps. Super. Das ist genau so. Das ist so. Und was ist danach? Wenn er jetzt mit so einer Fluppe, mit so einer Flappe oder mit so einem Gesicht abends zu dem Fluppe Bankett käme oder am nächsten Tag so trainieren würde, das wär heavy. Aber dass er stinkesauer ist, weil er rausgeht und egal wann, so hat man es gerne. Und danach ist aber alles gut.